Moin Moin, mein Name ist Heinrich oder Heinrich der Löwe oder nennt mich auch Bruder Heinrich. Wir spielen Space Hulk Deathwing, die Enhanced Edition. Und ja, wir hatten letztes Mal auch die Mission abgeschlossen, einen rechten neuen Schulter bekommen. Litanei der Gefallenen. Aber wir sind noch trotzdem noch gar nicht fertig. Mission received. The ship will open fire once you've evacuated the area. Scheiße. Ich dachte, wir sind durch letztes Mal. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Mein Bruder ist hin. Der macht es die ganze Zeit. Wo muss ich hin, verdammt? Ey, das gibt's doch nicht. Du bist gestorben. Ja, fick dich. We finally found the artifact that I had seen, and perhaps was the source of the visions that beset the in the ancient Dark Angel ship. Das ist das Doofe, wenn du auf der Karte bist, du kannst nicht auf Pause machen. Verriegelte Tür, ja, wie kann ich denn entriegeln, du Horst? Oh, schnell weiter hier. Mission confirmation received. The ship will open fire once you've evacuated the air. Oh, komm, ey. Lasst euch nicht auf den Kampf ein. Fuck you! Die haben gerade einen Kollegen von uns zerstört. Falsch gelaufen, wo muss ich hin? Wow. Ja, hier haben wir eine verschlossene Tür. Alter, wo müssen wir denn hin? Ganz kurz mal. Der Weg ist verschlossen, da sollen wir aber extrahieren. Willst du mich jetzt verarschen? Wie soll ich denn die Tür aufmachen? Ich
Ach so. Oh. So, jetzt habe ich ihn wieder sehr viel geflucht in den 5 Minuten. Und nu? Komm da durch, mein Freund. So, nun werden wir es extrahiert. Wir hier raus. Ach so, ich muss da was aktivieren. Geh mal weg da, ich muss das aktivieren. Oh. Mission erfüllt. Wenn wir jetzt, sind wir jetzt in Sicherheit oder was? Okay, was ist denn da passiert? Es ist auf einmal so heiß, haben sie es zerstört? Antrieb angemacht oder so. Aus dem 32. Jahrhundert war das. 38, glaube ich. Wird das dafür stehen? Oder weiß. Mission erfüllt. Ach, endlich. Jetzt haben wir die Mission richtig erfüllt. 0 Relikte erfunden. Richtig toll. Rechte Beinschiene der Buße des Löwen. Okay. So. Dann haben wir 3 Punkte. Was können wir, wo können wir hier was einsetzen? Dein Eifer ist so groß, dass deine feindliche Psionika dir weniger Schaden zufügen können. Mhm. Oder Verbündete können den Energiehammer und Schild ausrüsten. Interessiert mich nicht eigentlich. Hm. Was ist das? Durchbricht den Schleier der Realität, die Kraft des Warps erzählt, die sich in der Nähe des Rüstens finden. Ach komm. Pushen wir das mal. Zack, fortfahren. Kapitel 7. So. Als die Techmarines diesen zweiten Schwarm des Feindes untersuchten, entdeckten sie etwas Schreckliches. Unsere Gensaat hatte sich nicht nur in der Konservationskammer befunden, die Körper der Xenos hatten sie assimiliert und mit ihren eigenen fremdartigen Genom korrumpiert. Sie hatten ihre Bruthöhle an Bord der Calibans Wille errichtet, um ihre lebensspendende Energiequelle zu verteidigen. Wie in der Kammer der enthaltenen Dark Angels Gensaat. Ja, ja. Gut, gehen wir einfach mal weiter. So, los, rede mit uns. We cannot be complacent. There may be other means for the gene stealers to depart the Olethros, even though they are currently trapped aboard. Scan data has shown a vast horde of Xenos awakening from countless lairs and hiding places across the Space Hulk. Bolt, blade, and flame will not be enough to hold back this rising tide of Xenos filth. To slow down the gene stealer progression, we must seal off the airlock and stop them from accessing the Caliban's will. In order to eradicate the threat, I have ordered the armory to release supplies of a mutagenic virus to unleash on the enemy, but it is unstable and must be precisely deployed. We will gather more data using small cyber-altered task units. While they infiltrate the environmental systems and physical layout of the Space Hulk, the Deathwing will engage the enemy to allow the recon to take place. When the cats have completed their task, their machine spirits will guide them back to our lines. Hm. Also wir müssen uns hier durchboxen, das verschließen und dann kommen wir wahrscheinlich dann nächstes Mal weiter in den Space Hulk rein, ne? So. Ich guck nochmal, aber Ausrüstung hatten wir, glaube ich, nicht. Hier, was war das?
Spontane Selbstentzündung. Boah. Ich nehme mal den Vortex der Verdammten. Und wir haben jetzt nur noch diesen Streitkolben der Absolution. Sturmschildschaden. Geschwindigkeit, sehr hohe Geschwindigkeit. Aber ich habe keinen Bock auf Nahkämpfer. Nahkämpfer waren irgendwie so kacke. Ich musste immer so viel geheilt werden. Ich bleib mal bei der guten alten Plasmakanone. Ich überlege, ob ich denen auch mal eine Plasmakanone gebe. Ich glaube, der andere kriegt mal eine Plasmakanone. Jetzt haben wir jetzt zwei Plasmakanonen. Es wird Doppelplasma, Doppelspaß. Und der bleibt einfach der Arzt, der ist. So! Denn ohne Arzt macht es keinen Spaß. Plasma-Action. Was? Die andere Waffe, Ziehfähigkeit braucht über 120 Sekunden. Zum Nachladen. Ist nicht wenig. So. Oh, einfach geradezu. Ah, hier sind wir imperiale Gabelstapler. Kommst du rein? Dann machen wir den Luke wieder zu. Scheiße. Okay. Oh, hier geht's auch weiter. Cool. Aha. Ja. Netz. Oh, warte mal. Scannen wir mal. Okay, können nicht hacken. Nur zerstören. Wieder runter, ne? Ich höre ein Flüstern irgendwie die ganze Zeit. Ah. Das war das Flüstern. Endlich mal wieder ein Relikt gefunden. Wie viel hatten wir jetzt hier? 6. Letzte Mission haben wir ja gar keinen gefunden. Hier hätte auch einer wahrscheinlich sein können. Nur den einen Raum da mal gleich gucken. Ne, hier ist nichts. Hätte sein können. Nö, nö. Dann machen wir, gehen wir wieder zurück. Genau. Mal die Fresse polieren hier. Dann machen wir hier die Luke dicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kann nur die Luke dicht machen. Oh, geht's hier nochmal zurück. Kommt ja. Wunderbar. Die Luke dicht machen. Da war nichts, brauchen wir nicht nochmal hin. So, sieht fetzig aus hier. Ach, hier ist der Weg zugeschüttet, da will ich nicht runter. Verschließen wir. Und da ist schon mal kein Zeug mehr rein. Ich glaube, das machen wir hier auch. Wir machen ja überall die Luken dicht.
kriegen die weniger Verstärkung. Ah, da klopft es jetzt schon an der Tür. Zu hier. Da ist noch eine Luke, die machen wir mal zu. Da hieß es, wir flüstern, ne? Ah, haben wir noch gut hingekriegt. Hm? Hm. Buggy. Der ist da drüber und schießt durch die Wand. Hatten es wahrscheinlich auch ein, zwei Mal erwischt. Machen wir auch die Luke zu. Das ist ein Tyranniden-Symbol. Das ist so wie bei Space Hulk, dass da wohl Spawn-Punkte sind. Schnell weiter. Komm, komm, Süßer. Komm durch. Ich höre schon wieder flüstern. Oh, den Laden kriegen wir nicht wieder zu. Doch, da. So, Doc, bitte einmal mich heilen. Ich höre schon wieder flüstern. Danke. Wahrscheinlich parallel links von uns. Ach so, da. Doppelplasma. Haha! Rocketman! Alter! Ich mach da auch nochmal die Mitte dicht. Linker Arm ist ein bisschen defekt, oder rechter? So, schnell weiter. Doc kann sich nochmal heilen. Oh, scheiße. Ich bin kaputt. Okay, das sieht aus wie ein heiliger Maschinenraum oder so. Ich glaube, da sollten wir ja auch hin. So, Doc, bitte mal den heilen. Es ist erledigt, wunderbar. Und Doc, einmal dich selber heilen. So, großer Raum heißt immer großer Gegner. Oder viele Gegner. Eine Version haben wir auch wieder. Toll, dass das Spiel nicht mehr da pausiert, dass man die Leute selber und auch noch schießen müssen. Look out for the hole. I feel a psychic echo from a broodlord. Ach toll. Kriegen wir die Luken dazu? Ich hacke nochmal, oder scan nochmal. Kann man nicht, scheiße. Zerstören. Scan, zerstören. Ich würde gerne die Zugänge hier zumachen. Wenn das geht. Und es geht nicht. Höchstens hier sind Zugänge, die wir schließen.
Kommt rein, Jungs. Die fliegenden Köpfe. So. Bevor wir irgendwas aktivieren. Ah, da können wir noch einen Zugang auf der linken Seite schließen. Da ist aber auch irgendwas. Okay, da war was. Wo rechts sind auch noch Zugänge. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das alles zu schließen. Ich würde mal behaupten, wir machen es einfach mal. Oh, Gasmasken. Wer noch braucht, wer noch haben will, Hammerchen und Gasmaske. In täglichen Arbeiten kann man das immer gebrauchen. Da ist zu, da ist offen. Naja, vielleicht reicht das ja schon. Es wird, denke ich mal, trotzdem gleich scheiße viel. Müssen wir den Zugang da schließen? Ah, Broodlord. Plasma Power. Oh, da war daneben. Überhitzung. The Broodlord is slain. Oh, meine Beine sind ein bisschen. Öffnen oder verriegeln. Irgendwann muss ich das zerstören. Inna. Zerstör alles, ey. Hammer. Wir sterben, Junge. So, Luke ist zu. Ah, bis sie da durchkommen, das sollte dauern. I feel the presence of three hybrid psychers. The Broodlord's mind obscured their presence before. It is likely another attempt by the Brood to contact the Tyranid fleet. Eliminate. We cannot pinpoint the location of the psychers. Find them, kill them, and take glory in their deaths. Machen wir. Finden und töten. Was ist los? Vision! Mann, bist du hässlich. Er hat mich weggeschickt. Oh, es gibt mehrere. Drei Stück jetzt, ja? Drei verschiedene Psionika, die wir finden und töten müssen. Joa. Können überall sein, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang und basteln uns hier durch. I saw them, but I cannot feel where they are. Ah. Hey! Xenos-Ratte, du! Brauch wer ein paar Gedärme? Hier liegen gerade ein paar rum. Kommt er wieder weiter? Danke! Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwie dahin kommen. Da scheint einer zu sein von diesen elenden Schweinen. Da wollte gleich einen Typ mit dem Rocket Launcher. Ah ja. Hörst du mal auf, von hinten anzuspucken? Oh fuck. Das ist also ein Broodlord, ja. Danke. Oh hey, da brennt's ja. Wichser! Ey, geh kacken, Junge! So. So, wo ist er? Irgendwie über mir. Kann das sein? Nee, er ist in diesem Bereich. Ganz einfach. Ich
Ja. Oh. Der wollte ich gerade zerhauen. Der versteckt sich da oben oder was? Haben wir, Luke zu, Affe tot. So. Puh, dann wieder zurück. Wir hören ja im Flüstern, ne? Was liegt hier? Flüstern ist weg, wir können auch weg. Komm, nicht lang schnacken, komm einfach zurück hier. Alle durch. Luke zu. Affe tot. Zack, Hammer. So, mal kurz auf die Karte gucken. Jetzt kommen wir hier quasi wieder zurück in diesen Raum. So, weil ich immer so fleißig Türen schließe, machen wir hier auch gleich wieder zu. Hammer. Ah, aus dem Augenwinkel, du kleine Ratte. Hab ich dich gesehen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie quer rüber. Brücke E. Oh, Informationstafel. Ich übersehe die ja immer. Ja, ich übersetze das mal ganz kurz. Hallo Schatz von der Imperialen Garde. Du musst bitte Folgendes noch vom Imperialen Raumpatrouille X397 einkaufen. Wollte Jeans-Dealer-Suppe machen. Bitte bring mir ein Stück 1 Kilo Carnifex-Fleisch mit. Zwei Symbionten-Augen. Hm, das war komisch. Was die nicht alles essen. So, wo kann man da als nächstes lang gehen? Ach, wir müssen eigentlich den anderen Gang nehmen. Ach, die Ausdauer. Ich glaube, einen Kodex mal gelesen zu haben oder so. Dass wir ultimative Kampfmaschinen sind. Die keine Ausdauer brauchen. Mit mir. Lebenszeichen voraus. Da hat er um die Ecke geluckt. Gleich einkassiert. Aber wir hier wieder reingekommen. Komm, 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 komm. Luke wieder dicht. Ach, du Horst, komm zurück. Oh, jetzt mache ich die Luke zu. Wir können zwar noch parallel zu reinkommen, aber. Das mal nicht. Das ist erstmal. Da ist noch mehr. Hehe. Oh ja, diese Tarnviecher, ich hasse sie. Uns hier ja weg hier. Machen wir Luke auf hier. Einmal wieder durch.
1, 2, alle da und wieder schließen, verriegeln. So, Doc, heil mich mal ein bisschen. Mission accomplished, brother. So, hier soll irgendwo der nächste Drecksack sein, den wir finden müssen. Alter, wer wagt es mit einer Rakete auf mich zu schießen? Ihr kleinen Schweine, Alter. Bringt euch alle um. Für den Imperator. Jeans-Dealer Abschaum. Genau, für den Imperator. So, wo ist jetzt euer Boss? Oh. Brutlord! Nimm Plasma! Bade in Plasma! Schöne Plasmadusche, siehst du? Hält er nicht aus. Das hält er nicht aus. Nee, ist eine doofe Idee. Einmal schließen bitte. Macht das wer? Cool. Warum mache ich das immer? Wer ist da? Achso, wir haben ihn schon gekillt. Gar nicht mitgekriegt. Jetzt müssen wir einfach quasi wieder zurück. Oh, was ist das hier für ein rasender Schlitten hier? Bei Terra, ey. Kackfliegen. So, lass mal schließen. Geh mal zu. Mission accomplished, brother. Oh, der war daneben. Mal kurz gucken, mal kurz gucken. Ich gehe ganz falsch, gehe ich. Umwege kann man da auch lang gehen, aber irgendwie dann doch nicht. Da muss man dann doch da lang. Den Gang lang und schmutzig. Hier zurück, okay. Ach komm. Universalöffner! Schnell, Junge! Mach die Tür zu. Action complete. So, den riegeln wir auch mal. Blockiert. Scheiße. Dann bleibt es halt offen, die Tür. So, und dann jetzt wieder nächste links und dann runter. Okay, sollte man hinkriegen. So, Doc, einmal mich heilen. Und einmal dich selber heilen, Doc. Hier wieder rein. Der letzte macht die Tür zu. Achso, hier ist Action. Ist alles verschlossen, ne? Achso, hier kommen sie ja. Da. Ah, fuck. Hier schnell rüber, Jungs. Hopp, 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 hopp. Das müssen wir nochmal entriegeln. Die klopfen auch schon. Ich komme hier zu euch. Ich komme hier zu euch. Sesam, öffne dich. Oh, der letzte macht da wieder die Tür zu. Ups, ich habe irgendwas anderes gemacht. Scheiße. Mache ich das selber zu. Ich glaube, ich habe gerade jemanden geheilt. Was ist los? Das war's schon. Yippie-yay, Schweinebacke. Neue Ausrüstung am Brückenkopf verfügbar.
linkes Bein. Ich glaube, das war ja nur für diese glorische Rüstung, die uns ja eh nicht weiterbringt. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig. Aber das Video geht schon eine halbe Stunde. Ich würde sagen, mit Kapitel 7 geht es dann nächste Folge weiter. Haut rein, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.